Hallo, liebe Zuschauer. Prinz Charles ist auf Europa-Tour. Erste Station war Rumänien. Privat ist er häufig in Rumänien, weil er die wilde Natur mag. Der Besuch jetzt ist ein offizieller. Was aber nicht heißt, dass er nur staatstragende Termine hatte. Es ging um Eier, Folklore und Küsse. Der schon Bäume gepflanzt hat. Heute ging die Reise dann weiter nach Italien. Brad Pitt sieht nicht gut aus. Das ist fast nicht möglich bei Brad Pitt, aber schauen Sie mal. Wir melden uns gleich zurück mit Siegfried Rauch. Früher war er auf den Weltmeeren zu Hause. Und jetzt? Willkommen zurück bei Leute heute. Siegfried Rauch wird am Wochenende 85. Als Traumschiffkapitän hat er ja die schönsten Plätze der Welt bereist, aber richtig wohl fühlt er sich nur zu Hause. Und das ist im bayerischen Murnau auf seinem Hof. Meine Kollegin Christine hat ihn dort besucht. Süß, die beiden. In Berlin sind gestern Abend Komponisten und Textdichter ausgezeichnet worden. Das sind die kreativen Köpfe hinter den Stars. Und um ihre Arbeit zu würdigen, haben sich auch viele Promis die Ehre gegeben. Das, was die Stars diese Woche getragen haben, waren nicht nur Hits. Aschenputtel oder Prinzessin, unsere Ahana Jas der Woche. Diese Kugel ist jetzt weg. Sandy Meyer-Wölden hat zum zweiten Mal Zwillinge zur Welt gebracht und es sind wieder Jungs. Auf Instagram schreibt sie, ich bin die glücklichste Fünffachmama der Welt. Den Vater der Zwillinge hält sie nach wie vor geheim. Ja, herzlichen Glückwunsch von uns. Hier geht's jetzt weiter mit der Soko, die kommt aus Wien. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, schönes Wochenende. Bis Montag, dann melden wir uns wieder. Tschüss.